Fünf Wochen nach Geburt, kühle Jena genießt ihr Bier. Braucht sie etwa nur fünf Wochen nach der Geburt ihrer ersten Tochter schon eine Babyauszeit? Am 1. Februar brachte Kylie Jena, 20, die kleine Stommi Webster zur Welt. Vater ist Trapper Travis Scott, 25, mit dem sie noch nicht einmal ein Jahr zusammen ist. In Miami machte das Paar jetzt gemeinsam mit Freunden einen Bootstrip, der ziemlich feuchtfröhlich war inklusive Whisky und Bier. Ob während der Bootsparty wohl von Nannies umsorgt würde? Zusammen mit ihren Buddies, darunter BFF Jordyn Woods, 20, schipperten und die Mutter seiner Tochter vor der Küste Miamis umher. Dabei ließen sie sich den Alkohol schmecken und auch die frisch gebackene Mutter griff schon zur Bierflasche, wie auf den Paparazzi-Schnappschüssen zu sehen ist. Dabei ist die jüngste der Kardashian jener Schwestern vor dem US-amerikanischen Gesetz sogar noch minderjährig und darf noch gar keinen Alkohol konsumieren. Ob sie tatsächlich aus der Flasche getrunken oder sie möglicherweise nur für einen Freund abgestellt hat, ist auf den Fotos allerdings nicht zu erkennen. Die Auszeit mit ihrer Clique und ihrem Babypapa schien die Marke und Unternehmerin aber definitiv in vollen Zügen zu genießen. So kurz nach der Geburt schon so einen feuchtfröhlichen Trip mit Freunden zu machen, was haltet ihr davon? Stimmt ab!